Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier vor mir liegt das nächste Modell der Find X5 Serie. Oppo hat mir das Find X5 Lite zugeschickt. Ich darf mir es anschauen, ich darf es testen. Vielen Dank für die Bereitstellung des Testgeräts. Nach meinem Test geht das natürlich an euch zurück. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit meinem Unboxing und Ersteindruck. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Auch bei dem Lite-Modell die typische Oppo-Verpackung, hier die große 5, Oppo nochmal oben rechts in der Ecke, hier nochmal Oppo Find X5 Lite. Ich hatte ja schon das Oppo Find X5, Video dazu natürlich hier oben im i oder unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass ich auch demnächst das Pro-Modell hier bei mir auf dem Tisch habe. Jetzt machen wir aber hier die Packung auf. Sie geht ganz einfach auf, das ist schön. Legen wir hier oben in die Ecke den Papiertray, holen wir raus, auch wieder sehr hochwertig gemacht von Oppo. Finde ich wirklich schön, dass das Design der Verpackung da durchweg hochwertig ist. Wir haben hier ein SIM-Eject-Tool, legen wir auf Seite, brauchen wir später. Dann haben wir natürlich hier die typische Warranty-Card und Safety-Information, User-Guide und so weiter. Eine Silikon-Schutzhülle. Ich werde nicht müde, es zu sagen, ich finde es einfach klasse, wenn Hersteller das dazulegen. So, das war's, was hier in dem Papiertray drin ist. Hier sehen wir dann das Gerät gleich oben auf. Ich schaue mir noch nicht die Rückseite an. Wir legen es erstmal rüber und schauen, was noch im Lieferumfang enthalten ist. Wir haben hier ein Ladekabel USB-C auf USB-A. Das ist ja jetzt mittlerweile Standard. Eigentlich braucht man da gar nicht mehr das Kabel rauszuholen. Dann haben wir hier ein dickes, fettes Netzteil und hier auch wirklich schnelles Laden bei dem Lite-Modell, 65 Watt. Damit könnt ihr den 4500 mAh starken Akku, der in dem Lite-Modell verbaut ist, ganz schnell aufladen. Das ist wirklich auch sehr gut. Wir haben weiteres Zubehör, macht Oppo seit der X5-Serie jetzt neu, legt es neu dazu. Wir haben ein Dongle USB-C auf USB-A, damit könnt ihr dann per Kabel dann die Daten des alten Smartphones auf das neue übertragen. Finde ich gut, dass sowas dabei ist. Samsung hat ja auch mal sowas gemacht. Mittlerweile ist das, glaube ich, auch gestrichen, so wie auch das Netzteil. Legen wir alles auf Seite, das war's, was hier in der Verpackung ist. Und jetzt holen wir das Gerät bei. Ich mache hier mal die Umverpackung ab. Geht ganz schön schwer. Und wir haben die blaue Variante, die so schön schimmert. Das ist wirklich sehr cool, dass ich diese Farbe bekommen habe. Es gibt noch eine schwarze Farbe, die finde ich dann doch etwas langweilig. Und hier so ist ein Farbverlauf von Blau, von hellblau, fast weißblau in so ein Lila. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen auf der Kamera. Ich kann es ja mal noch ein bisschen bewegen. Da, je nachdem, wie der Lichteinfall ist, hat man da so Farbspielereien. Und es ist nochmal so, ja, so quer geschliffen sieht es fast aus. Man merkt es auch ganz leicht hinten auf der Rückseite. Also die Rückseite ist wirklich sehr schön gemacht. Wer sich ein bisschen mit Importgeräten auskennt, hat natürlich direkt erkannt, dass das Reno 7 ist. Hier bei uns in Deutschland kommt es halt als Oppo Find X5 Lite auf den Markt. Oppo hat das ja mit der Vorgängerserie so gehandelt, dass das Lite-Modell und damals das Neo-Modell die Reno-Modelle waren. Da war es, glaube ich, das Reno 5-Reihe und hier ist es jetzt die Reno 7-Reihe. Hier das Oppo Reno 7, bei uns Find X5 Lite. Wir machen weiter auf der Rückseite. Das müsste Kunststoff sein. Hier auf der Rückseite nochmal Oppo und die ja leider unschönen CE-Zeichen und so weiter. Wir haben einen Kunststoffrahmen, der sich aber doch sehr, ja, ich sag mal, voll anfühlt. Hier könnte unten drunter dann Aluminium sein und hier der Überzug dann mit einem glänzenden Kunststoffrahmen. Und hier auch wieder das grüne abgesetzte im Power-Button, der wie immer sehr gut zu erreichen ist. Auf der Oberseite haben wir ein erstes Mikrofon. Dann haben wir hier den SIM-Schacht. Da pieksen wir mal rein, wenn ich das Loch treffe. Was und schauen. Ui, geht ganz schön schwer. Ist nochmal. Und schauen, was Oppo hier uns anbietet. Wir haben hier einen Hybrid-Slot.
einmal eine MicroSD-Karte, um den Speicher, den verbauten Speicher zu erweitern, und hier nochmal zwei SIM-Karten-Slots. Das ist wirklich super, dann kann man seinen Speicher erweitern und trotzdem zwei SIM-Karten verwenden. Wirklich sehr cool gemacht. Des Weiteren auf der linken Seite haben wir die Lauter- und Leiser-Taste, die auch wieder gegenüber, also Oppo-typisch gegenüber des Power-Buttons sitzt. Sonst auf der linken Seite dann nichts mehr zu finden. Unten haben wir einen 3,5 mm Klinkenanschluss, ein weiteres Mikrofon, den USB-C-Anschluss zum Übertragen von Daten und natürlich um das Gerät zu laden. Und hier haben wir ein Monolautsprecher. Leider nur ein Monolautsprecher, da hätte doch mehr drin sein können zu einem Preis UVP, und den finde ich es wirklich nicht in Ordnung, weil das ist 499 €, und für dieses Gerät, wir kommen natürlich noch auf die weiteren Specs, ist mir persönlich doch etwas zu hoch, aber ich greife vor, aber wir waren beim Monolautsprecher und deswegen komme ich schon drauf. Also für den Preis müssten schon Stereo-Lautsprecher verbaut sein, das ist wirklich sehr schade. Wir haben eine IPX4-Zertifizierung gegen Spritzwasser und gegen ein bisschen Staub ist das Gerät geschützt. Natürlich dürft ihr das Gerät nicht unter Wasser halten, dann ist es dann auch kaputt. Ja, Maße des Geräts sind wir bei 73,2 mm auf 160,6 mm und es ist 7,8 mm ja, dünn. Das ist wirklich sehr gut. Oppo macht immer schöne handliche Smartphones, immer sehr schön dünn. 173 Gramm, das ist auch wirklich super. Es ist nicht so hoch, man kann schön das Kippeln vermeiden. Und jetzt schalten wir es mal ein und hoffen, dass noch ein bisschen Power drauf ist. Auf der Front seht ihr nämlich ein 6,43 Zoll AMOLED-Display mit einer Full HD Plus Auflösung 1080x2400 Pixel bei 409 ppi. Die Bildwiederholungsfrequenz liegt hier bei 90 Hertz, also schon ein bisschen höher wie den Standard 60 Hertz, aber ich glaube, dass 2022 kein Smartphone mehr auf den Markt kommt, welches eine Bildwiederholungsrate von 60 Hertz verbaut hat. 90 Hertz wird der Standard werden, 120 oder 144 Hertz ist dann on top für die High-End-Klasse geeignet. 180 Hertz übrigens Abtastrate, eine Spitzenhelligkeit von 800 Nits kann das Display dann darstellen. Vorne haben wir Gorilla Glass 5 als Schutz und hier oben eine kleine Punchhole links in der Ecke, da drin verbaut Oppo eine 32 Megapixel Sony IMX615 mit einer Blende von f2.4. Per Gesichtserkennung könnt ihr natürlich über die Frontkamera das Gerät entsperren. Videos sind damit in Full HD 30 FPS möglich. Und bei Kameras, da gehen wir natürlich auf die Rückseite. 64 Megapixel Hauptsensor mit einer Blende von f1.7. Der zweite Sensor ultraweit natürlich 8 Megapixel mit einer Blende von f2.5. Und der dritte Sensor, das dürfte hier der kleine Sensor sein, hätten sie sich wieder sparen können. Ich bin mal gespannt, wann die Hersteller endlich aufhören, solche Sensoren zu verbauen. Ist natürlich wieder der Makrosensor 2 Megapixel mit einer Blende von f2.4. Ja, ich sage das immer wieder dazu und hoffe wirklich, dass die Firmen die Videos auch schauen und das weitergeben und sagen, den Sensor brauchen wir nicht, verbaut doch lieber einen 16 Megapixel Ultrawide, der auch Makrofotografie kann, und dann habt ihr einen Sensor gespart und dann ist doch gut. Ja, 4K 30 FPS kann der Hauptsensor darstellen. Ihr könnt natürlich üblich bei Oppo mit Ultra Stable Modus die Videos stabilisieren. 1080p ist übrigens in 60 FPS möglich. Ihr habt eine elektronische Bildstabilisierung für die Fotos, HDR, Autofokus, einen Szenenmodus, einen Nachtmodus natürlich auch, einen Panoramamodus und so weiter. Das ist ja mittlerweile auch schon in der Mittelklasse alles Standard. Also da sind wir auf jeden Fall gut versorgt. Versorgt sind wir mit Android 11 auf dem Gerät als Software und drüber legt Oppo sein ColorOS 12. Wir richten das jetzt mal schnell ein und sehen uns dann gleich in der Oberfläche wieder. Ja, die Einrichtung ist durch. Willkommen bei ColorOS 12, also Android 11 mit ColorOS 12. Schade, dass hier noch kein Android 12 drauf ist. Oppo sagt ja für seine Smartphones 3 Jahre Update-Garantie und da
hat Oppo jetzt, sage ich mal, den Weg gewählt. Wir machen hier ColorOS, wir machen hier Android 11 drauf, dann haben wir drei Updates, also bis Android 14 und nicht bis Android 15, weil die das Pro-Modell sowie auch das X5 ohne Pro haben schon Android 12 als Betriebssystem. Ja, hier in der Oberfläche, wir machen noch mal ein bisschen heller. Wie gesagt, 90 Hertz Bildwiederholungsrate bei dem Display und gepowert wird das Gerät von einem MediaTek-Prozessor. Es ist der MediaTek Dimensity 900, ist ein Octa-Core mit 2,4 GHz. Die grafische Leistung übernimmt dann die Mali G68. Dann haben wir 8 GB LPDDR4X RAM und 256 GB UFS 2.2 interner Speicher, der mit einer SD-Karte erweitert werden kann. Die 256 GB Variante ist auch die einzige Variante, die es auf dem Markt gibt zurzeit. AnTuTu Benchmark-Punkte liegen wir hier bei 475.000. Ja, ist ein guter Mittelwert. Damit könnt ihr auch bestimmt einige Games zocken. Der MediaTek-Prozessor ist wirklich sehr, sehr gut. Der hat Power und hat auch gute Leistung. Wir haben hier natürlich auch 5G, LTE, dann haben wir Bluetooth 5.2, damit könnt ihr dann eure Kopfhörer und so weiter verbinden, NFC für das mobile Bezahlen an der Kasse, Wi-Fi 2,4 und 5 GHz, auch der neueste Standard Wi-Fi 6 ist verbaut, 4500 mAh stark ist der Akku, haben wir schon erwähnt, 65 Watt Laden mit dem Netzteil, aber kein Wireless Charging. Ja, und ich muss sagen, dass das Gerät gefällt mir so ganz gut, die Optik gefällt mir wirklich ganz gut und ja, es gefällt mir, weil ich habe das gleiche Gerät schon mal, aber von einem anderen Hersteller oder aus dem gleichen Haus. Oppo und OnePlus rücken ja immer näher zusammen und ich habe hier das OnePlus Nord CE2 und das hat genau die gleiche Ausrüstung wie das Oppo Find X5 Lite. Unterschied zwischen den zwei Geräten, natürlich die Optik. Da scheiden sich ja eh die Geister. Ich finde beide sehr interessant. Das war mal was anderes. Ich mag aber eher matte Rückseiten, nicht so spiegelnde Rückseiten. Ja, das Problem an der Geschichte, warum ich euch das hier jetzt zeige, ist, es sind die identischen Geräte in einem anderen Design, aber einen unterschiedlichen Preis. Bei Oppo kostet das Gerät 499 in der unverbindlichen Preisempfehlung. Bei OnePlus kostet es in Anführungszeichen nur 349. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, dass Oppo seinem ja oft doch negativen Ruf folgt und das Modell hier für 499 Euro anbietet, obwohl es das gleiche Modell vom gleichen im gleichen Konzern und Oppo und OnePlus rücken ja immer näher zusammen, dass Oppo da für 499 anbietet und OnePlus gibt es für 349. Finde ich echt schade, warum Oppo das macht. Ihr hättet auch als Leitgerät anstatt das Reno 7, welches dann in China und überall gab, lieber das Reno 7 Pro nehmen sollen und eine andere Ausstattung reinpacken sollen. Für 499 Euro hätte es dann eine andere Ausstattung gehabt als hier das OnePlus Nord CE2. Das wollte ich mal kurz drauf eingehen. Das Gerät ist so ganz gut. Ich habe ja jetzt schon länger das OnePlus Nord CE2 getestet. Das ist wirklich super, es macht tolle Fotos und so weiter. Finde ich wirklich schade, dass der Preis hier doch ja mindestens mal 100 Euro, aber zum OnePlus sogar 150 Euro zu hoch ist. Natürlich hat Oppo auch Zusatzpakete. Ihr bekommt Kopfhörer dazu, zum Beispiel hier mal die Oppo Enco Free 2 oder ihr bekommt eine Watch oder ihr bekommt ein Fitnessband dazu. Das ist wirklich auch sehr gut, aber nicht jeder möchte das. Und dann ist man dann gezwungen, die Teile vielleicht auf eBay zu verkaufen, dass man wieder ein bisschen Rückwert hat. Das ist zwar, wie gesagt, eine gute Idee, aber nicht jeder möchte das. Und deswegen finde ich es doch wirklich sehr, sehr schade. Ich gebe zu, ich mag Oppo, aber hier ist Kritik angebracht, finde ich. Das Oppo Find X5, das kostet 999 Euro, das ist wirklich seinen Preis wert. Da habe ich, wie gesagt, auch Videos dazu gemacht. Ich habe es auch mit dem Samsung Galaxy S22 verglichen und auch da habe ich schon gesagt, mir gefällt das Oppo viel, viel besser. Und aber hier, das hätte nicht sein müssen. Es tut mir leid, aber das kann ich euch in der Hinsicht nicht empfehlen. Die Ausstattung selbst kann ich euch empfehlen und dann müsst ihr ja eher dann zum OnePlus Nord CE2 greifen als hier zum Oppo Find X5 Lite. Ja, schade, aber man muss ja auch ehrlich sein und
damit schließe ich auch das Video ab und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.